Wir befinden uns beim TÜV in Traunstein. Der Prüfer sitzt bereits im Auto und wir starten jetzt in die praktische Prüfung von Dominik. Diejenigen unter euch, die schon ein paar meiner Prüfungsvideos gesehen haben, die kennen den Ablauf, wie er sich hier an diesem Prüfungsort Traunstein gestaltet. Aufgrund der Nähe des Übungsplatzes wird als erstes zum Motorradübungsplatz gefahren, um die Grundfahraufgaben zu absolvieren. Wir sind also hier rechts abgebogen und machen uns auf den Weg zum Übungsplatz. Wir haben perfektes Wetter, circa 22 Grad, perfektes Motorradwetter. Da macht das Motorradfahren so richtig Spaß. Mal sehen, was wir heute alles so erleben dürfen. Prüfungen sind immer für Überraschungen gut. Nach einem kurzen Intro geht's gleich wieder weiter. Bleibt dran! Hier fährst du frei. Ein herzliches Hobbiteri aus Traunstein im Chiemgau. Wir sind in der praktischen Prüfung vom Dominik. Bisher ist nichts Besonderes passiert. Wir fahren also hier gerade raus aus der Ortschaft. Und die zweite Straße, die geht es dann links weiter. Schauen wir uns die Technik an von Dominik. Wie fährt er? Wie sieht es aus mit der Verkehrsbeobachtung? Und da können wir gleich mal schauen hier beim Abbiegen, wie er das macht. Ja, ist wirklich perfekt hingefahren. Schulterblick, geblinkt, schön eingeordnet. Alles dabei, so sollte das aussehen. So, es sind nur wenige hundert Meter zum Übungsplatz. Hier durch diesen Weiler Höpperding. Ihr habt es gesehen, 40 km/h. Man sollte tatsächlich hier um diese Ecke ein bisschen langsamer machen. Ihr kennt die Geschichte, oder ihr habt sie vielleicht schon gehört, da gibt es öfter mal einen Bauern, der mit seinem Traktor vom Misthaufen sozusagen rückwärts auf die Straße fährt und dann oftmals abgelenkt ist durch seine Arbeit und etwas, die Straße irgendwie vergisst. So, dann geht es hier dieses Stück. Wir sind aus dem 40er-Bereich schon, haben wir schon verlassen. Und jetzt geht es hier durch dieses kurze Waldstück durch. Die Geschwindigkeit sollte man natürlich jetzt hier, also da brettert man nicht mit 100 durch. Das ist eh klar. Und man muss ja doch hier, ist ja nicht ganz übersichtlich. Muss etwas vorsichtig sein. Dann kommt auch schon der nächste Weiler und ja, das hat er auch gut gemacht, der Dominik. Also dieses Stück, das sollte normalerweise auch jeder schaffen. Keine übermäßigen Schwierigkeiten. So, und dann sind wir auch nur, da geht es wieder raus aus diesem Weiler
Habt ihr vielleicht gesehen, 50 Ende. Ja, und dann geht es ja um die Kurve rum und schaut mal, was dann passiert. Ja, wir sind hier auf dem Land. Da ist plötzlich hier diese Maschine auf der Straße verschmutzt. Weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, da rechts in den Wald rein. Riesige Wasserpfütze. Es hat auch geregnet gehabt. Der Prüfer kommt dann zu dir. Und ja, dann sind wir hier angekommen. Wir haben umgekehrt und es beginnen die Grundfahraufgaben. Der Prüfer erklärt es dann immer, wie er das haben möchte. Und natürlich kann man als Schüler auch einen Wunsch äußern. Und ja, Dominik hat das nicht getan, er ist mit Stop and Go losgegangen. Schauen wir uns mal die Technik an vom Dominik. Er ist ein bisschen wenig weit gefahren bei dem ersten Stehenbleiben. Also man soll so ungefähr 9 Meter fahren, circa, zack. Und dann war das hier. Der erste Fehler. Das passiert euch nicht. Ja, schaut euch an, das Losfahren. Das macht er richtig gut. Auf Verkehrsbeobachtung perfekt. Im Stop and Go nicht nochmal nach hinten schauen. Und nicht nochmal blinken während dem Stop and Go. Das ist ganz wichtig. So, jetzt auch. Maschine immer aktiv kippen. Dann passiert das nicht, dass man das dem falschen Fuß mal runterkriegt. So, aber jetzt hat ihn der Ehrgeiz gepackt. Das hat doch jetzt super gepasst. Dann sehen wir uns mal das Umkehren an vom Dominik. Ja, macht auch einen Blinker an. Da vorsichtig hier, da ist dieser Schlamm und das Wasser. Okay, nicht perfekt, die Verkehrsbeobachtung, aber passt. So, das war dann auch das Bremsen. Das hat auch gepasst. Und habt ihr gesehen beim Weiterfahren? Auch wieder die Verkehrsbeobachtung, Blinker anmachen. So, und dann sind wir beim Slalom. Schrittgeschwindigkeitsslalom. Ja. Ein bisschen mit der Fußbremse dagegen halten. Dann hat man eine noch bessere Kontrolle. Ja, Geschwindigkeit hat hier wirklich ganz gut gepasst. War super. So, 7 Meter Slalom. Mit 30 wird der gefahren. Dann hat er gleich mal zwei Hütchen da hingelegt. Also das bedeutet, jetzt hat er insgesamt schon 2 Fehler. Und für den 7 Meter Slalom gibt es jetzt schon den letzten, hat er jetzt schon den letzten Versuch. So, was macht dann da? Jetzt hat er wieder ein Hütchen umgefahren. Das war aber schon der 7 Meter Slalom. Und nein, aber das hier ist, das darf er machen. In diese Richtung wird ja nicht geprüft. Es wird immer andersrum geprüft. Jetzt seht ihr mal den Fahrlehrer im Einsatz. Ja. Wer stellt das Hütchen auf? Das bin ich. Ich stelle das Hütchen auf. Und deswegen sind die Fahrlehrer natürlich auch körperlich topfit. So, also, dann da bin ich also hingespurtet, dann wieder zurück. So, und ich dachte, das ist der einzige Spurt gewesen an diesem Tag. So, dann kommt jetzt der zweite und letzte Versuch. Das ist die richtige Richtung, weil von der anderen Richtung hat er einfach zu wenig Anlaufstrecke. Das ist der Hintergrund. So, dann kommt bereits das Ausweichen ohne Abbremsen.
Klasse gemacht. Jetzt fehlt nur noch eine Grundfahraufgabe, das Ausweichen nach Abbremsen. Was aber nun passiert, seht selbst. Ach du Scheiße! Oh. Hast du wehgetan? Dominik, hast du wehgetan? Ja. Alles klar. Oh. Geht's dir gut? Passt wirklich? Oh, ja, komm, stellen wir's auf. Puh. Wie ist denn das passiert? Ja. Ach so, bist da reingefahren hier. So, du wolltest umkehren hier, so rum, oder? Ja. Ja, Gott sei Dank ist dir nichts passiert, Dominik. Oh, schau mal, start mal die Maschine, ob sie noch funktioniert. Puh, weiß nicht. Dominik, ist nichts passiert. Das war das Wichtigste. Bei der Weiterfahrt ist jetzt zu beachten, das Profil ist voll Schlamm. Er ist hier also erstmal Slalom gefahren, um das Profil wieder freizufahren. Ja, der Bremshebel, der hat das Ganze nicht so gut überstanden. Den haben wir hier an Ort und Stelle dann gleich ausgewechselt. Und Dominik darf sich ein Souvenir mitnehmen. Dann geht's zurück zum TÜV. Man kann sich sicherlich vorstellen, wie es jetzt in Dominik im Schüler aussehen mag. Da hilft das ganze schöne Wetter nichts, die perfekten Motorradbedingungen, die treten da in den Hintergrund. Ja, wir hoffen jetzt natürlich, dass wir heil zurückkommen. Der Prüfer sagt in so einem Fall dem Schüler nicht, dass er die Prüfung nicht bestanden hat. Das wird dann erst, wenn man zurückgekehrt ist, mitgeteilt. Der Hintergrund ist ganz einfach. Man möchte die Emotionen nicht noch weiter verstärken. Klar, also man weiß es eigentlich schon, man wird es noch nicht richtig glauben wollen. Zumindest einige werden so denken. Aber wenn man realistisch ist, dann weiß man das natürlich. Also jetzt ist die Prüfung beendet, es geht sofort zurück zum Ausgangspunkt. Ja, bis jetzt fährt er ganz gut, der Dominik. Wir hoffen also, dass er die letzten Meter, es ist ja nicht mehr weit, auch noch schafft. Dann haben wir hier wieder diese Ortschaft. Ja, man sieht es hier, er hat rechts geblinkt zum wieder rüberfahren. Das hat er sonst nicht gemacht. Also er ist schon jetzt ziemlich angespannt. Ist klar, er ist gerade durchgefahren bei der Prüfung. Und
rechts blinken, im Ort beim Wiedereinscheren. Das kann sehr schnell zu Missverständnissen führen. Deswegen sollte man das nicht machen. Außerhalb des Ortes natürlich schon. So, dann sind wir hier rechts weitergefahren. Ja, dann kamen hier ein paar Radfahrer. Und er steht hier am Berg im Losfahren. Aber das hat alles gepasst. Ja, und die restlichen Meter zurück zum TÜV, das hat er dann auch geschafft. Und ja, hier hat er es dann realisiert. Ja, beim nächsten Mal, Dominik. Hat euch mein Video gefallen, dann würde ich mich über eine Unterstützung meines noch jungen Kanals sehr freuen. Lasst ein Like da, lasst uns doch den YouTube-Algorithmus mal so richtig pushen. Gebt mir ein Abo, schaut wieder vorbei. Jeden Sonntag in der Motorradsaison gibt's ein neues Motorradvideo. Checkt auch mal meine anderen Videos. Und ganz wichtig auch, schaut mal in die Community. Dort werdet ihr immer über aktuelle Entwicklungen informiert. Es wird noch Überraschungen geben für die Motorradfahrer. Und da ist was im Busch, wie man so schön sagt. Schaut regelmäßig vorbei, damit ihr die Entwicklungen nicht verpasst. Bis zum nächsten Mal.